So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Stronghold Warlords bei der sechsten Mission Schießpulver. Als sich erneute Kämpfe gegen die Song abzeichneten, setzte das Volk sich vermehrt mit Technologie auseinander. Als der Jin-Kaiser von seinen eigenen Verwandten ermordet wurde, übernahm sein Vetter Wan Yan Liang den Thron. Liang wollte mehrere Städte wieder aufbauen und in die Fußstapfen seiner Vorfahren treten und die südlichen Song erobern. Doch dieses Mal waren die Song besser vorbereitet. Sie besaßen eine starke Industrie und neue Anführer. Die Jin können ihre Expansionsbestrebungen nur fortsetzen, wenn sie die neueste Technologie und mächtige Waffen besitzen. Ja, baut Salpeter ab. Und lagert Schießpulver ein, zerstört die Ruinen, wehrt die Invasion ab. Ja, und ansonsten die altbekannten Ziele. Bereitet euch darauf vor, diese Stellung mit Schießpulver zu verteidigen, und zwar mit einer Menge Schießpulver. Zu Beginn verfügt ihr über eine begrenzte Menge an Reis, kurbelt die Reisproduktion an und zieht anfangs niedrige Rationen in Betracht. Plant, wo eure Angreifer zuschlagen sollen, lauert ihnen mit bösen Überraschungen auf. Um eure Schießpulverproduktion anzukurbeln, könnt ihr eure Arbeiter mit einigen gut platzierten Foltergeräten motivieren. Ah ja. Verwendet Raketenwerfer, um die Ruinen zu zerstören, aber seid vorsichtig, sie können unberechenbar sein, also bereitet euch darauf vor, erneut zu schießen. Der Raketenwerferbefehl hier angreifen kann außerdem sehr effizient gegen resolute feindliche Angriffe eingesetzt werden. Ja, dann gehen wir mal rein. Ja, leider mein Wasser schon aufgetrunken. Ja, deswegen kann ich derzeit leider nichts trinken. Platziert euer Vorratslager, Hoheit. Okay, unser Vorratslager. Hier ist Salpeter, Stein, Bambus. Hier ist Salpeter und Bambus. Ich denke mal, dann bauen wir das Ganze hier auf. Platziert euren Kornspeicher, Okay. Exzellenz. Kornspeicher bauen wir dann logischerweise hier so zentral auf. Schicken unsere Hoheit, wir können uns Bogenschützen nach Salpeter aus den oben. Salpeterminen in der Nähe besorgen. Dann können wir daraus Schießpulver herstellen, indem wir Schießpulverwerkstätten bauen. Außerdem sollten wir auf Angriffe aufpassen. Der Krieg mit den Song ist in letzter Zeit noch intensiver geworden. Ja. Bauen wir mal hier das Haus hin. So, das muss erstmal reichen. Dann schon mal ein wenig Salpeter. Dann bauen wir noch ein Haus. Ein Wasserbüffeljoch wird benötigt, um Gestein ins Vorratslager zu befördern, Eure Hoheit. Die Song haben eine Invasion gegen uns gestartet. Sie haben sogar ihre eigenen Belagerungsmaschinen dabei. Der Feind greift an! Explodiert das von sich aus? Weil ich glaube, das war so ein Schwarzpulverlager. Nee. Naja, egal. Oh, stimmt. Bei uns brennt bestimmt bald wieder die Hütte. So wie ich das Spiel kenne. Okay, wir können gar nicht auf doppelte Rationen stellen. Auf hohe Steuern stellen und mittlere. Ich glaube, Moderator heißen sie. Nicht genügend Gold. Ah, okay, jetzt haben wir eh genug Holz. Dann bauen wir einen hierhin. Und einen werden wir hierhin bauen. Die haben wir abgewehrt. Das ist gut. So. Nicht genügend Arbeiter zur Verfügung, um Das ist dieses natürlich Gebäude zu ärgerlich. betreiben. Ah, stimmt. Was Was können wir denn noch so alles bauen?
Weil die bringen uns gar nichts. Kräutermeisterwerkstatt vielleicht. Oh lol, wir haben keinen Reis mehr. Eben kurz Reis gegenkaufen. Reisproduktion ist noch gar nicht angelaufen. Oh Gott. Wir können keine Einheiten bauen und keine Verteidigung, das ist schlecht. Hier, darauf werden wir gehen müssen. Stoffe. Stoffe wäre eine interessante Idee. Hä, was haben wir denn hiervon aufgesammelt? Unser Reisbestand nimmt zu. Ah, Tee haben wir aufgesammelt. Ja, als nächstes steht ein Haus an. So. Perfekt. Steuern haben wir jetzt auch langsam drin. Ja, dann würde ich fast sagen, wollen wir das direkt bauen oder erst hier zum Beispiel sowas? Wir brauchen auf jeden Fall noch ein Haus. Also ich glaube, ein Haus würde ich noch mindestens mitgehen. Dann aber auch nicht mehr. Könnten hier nochmal zwei Holzfällerlager bauen. Was haben die denn ständig für Probleme, die Leute? Ach, wahrscheinlich Komfort, wa? So. Will ich das Haus direkt bauen? Ja, warum nicht? Dann wissen wir schon mal ungefähr, worauf wir uns einlassen. Mit 40 Bevölkerung. Vielleicht gehen wir noch hoch auf 48. Soll ich den Seidenzwirn einfach nur verkaufen? Könnte das mal ein bisschen verkaufen. Hoheit, die Jugendlichen in der Gegend wurden mit illegalem Feuerwerk erwischt. Ich mache mir Sorgen, dass sie eines Tages für richtigen Schaden sorgen könnten. Die Jugendlichen, die Jugend von heute, schrecklich. Reichen da zwei? Ich weiß das nicht. So? Möglich, möglich. Wir könnten Tee einfach mal anstellen, damit wir auf jeden Fall Steuern kriegen. Tee sollte erstmal ausreichen. Und dann bauen wir mal zur Sicherheit einfach hier schon mal irgendwie eine Linie auf und hier eine Linie hin. Muss ich... Ein Feuer ist ausgebrochen. Gebäude stehen in Flammen, Hoheit. So, ihr wisst Bescheid. Die sind auch immun gegen Feuer. Die haben die Fähigkeit Immunität. Oder nein, wie heißt das bei... wie heißt das bei Pokémon? Gab es bei Pokémon nicht auch sowas in der Art? Irgendwie... Gibt es da auch so eine Fähigkeit? Ach, keine Ahnung. Ewigkeiten kein Pokémon mehr gespielt. Leute. Was wird das hier? Ich baue mal einen zweiten. Baue ich hier gleich auch nochmal einen zweiten. Und zwar dann einfach auf der anderen Seite. So. Endlich ist es Zeit für das Jingming-Fest. Oh, nice. Jingming-Fest. Da bin ich Riesenfan von. Die guten alten Jingmings. Nicht genügend Waren. Erhöhen wir erstmal so.
Ihr habt nicht genügend Gold, um dieses Gebäude zu platzieren. So, dann fängt unser Schießpulver nämlich schon mal an. Und hier hinten, ja, hier hinten sind die Ruinen. Und auch eine Hütte, okay. Können auch schon mal mit den bösen Dingen anfangen. Zumindest ganz leicht. Hier erhöht die Produktivität auch noch nicht mal, aber ist ja nicht schlimm. Verkaufen wir nochmal Stein. Folterkäfig. Da will ich aber sehen, wie ich den vernünftig aufbauen kann. Ich glaube so. Das kann da nicht platzieren. So sieht er doch schön aus. Ein Hängenseil. Komm, wir können mal ein bisschen. Oh. Was war da denn jetzt los? Haben wir kein. Wir hatten keinen Reis mehr. Ja, danke, dass du mir das jetzt sagst. So. So, Reisproduktion ankurbeln. So, wir haben jetzt auch tatsächlich schon eine Produktivität von 20%. Boah, mir ist gerade mal aufgefallen. Das sind unsere einzigen Bogenschützen. Die sind ja wertvoll hoch 10. Okay, gut zu wissen. Was haben sie denn? Ach so. Der Angstfaktor ist zu hoch. Bauen wir einfach mal. Gehen wir jetzt auf 48 hoch. Nicht genügend Waren. Können dann schon mal das Belagerungscamp bauen. Das Land ist für die Bebauung zu uneben. So. Damit wir die hier beschießen können. Oh. Oh, Hexerei ist ganz böse. Unser Reisbestand nimmt ab, Hoheit. Was macht man denn gegen sowas wie Hexerei? Ganz im Ernst. So. Reis gegenkaufen. Damit wir das für einen kurzen Moment halten können. Tee steckt das einfach so weg. Ja, haben ja genug Tee, Leute. Alles gut. Jetzt geh weg. Der Feind greift an. Der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Okay, sehr gut. Ich bin gerade dermaßen überfordert. Nicht genügend Gold. Nicht genügend Waren. Halten noch ganz gut gegen. Die Hexerei kann jetzt auch langsam mal weggehen. Och, ein das Glück. Das macht mir große Sorgen, Hoheit. Wir haben so viel Schießpulver hier rumliegen. Das ist gefährlich. Und er musste es sagen. Nicht genügend Waren. Wir könnten theoretisch hier mal mit hochgehen. Können wir noch einmal.
Lassen wir hier so eine kleine Gasse, wo die noch durchlaufen können. Aber dann haben wir hier wirklich so eine Foltermeile. Ah. Ein Gebäude ist explodiert. Gar nicht. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Schaut noch mal am besten nach. Oh, Produktivität bei 50%. So, müssen wir ein bisschen gegensteuern gerade. Ich könnte auch überlegen, ob ich einen Tempel baue. Oder Gemüse anpflanze. Habe ich jetzt aber noch das ganze Holz für Gemüse auftreiben? Was ist eigentlich mit den Leuten hier passiert? Sind die alle an einem Herzinfarkt gestorben? Also an der Explosion kann es ja nicht liegen. Also da sind nicht alle bei draufgegangen. Naja. Naja, naja, naja. Tee kriegen wir wieder Oh rein. nein, Reis wir auch. werden lange brauchen, bis wir uns von der Explosion erholt haben, Hoheit. Ich hasse diese neumodische Technologie. So. Jetzt ist natürlich die Produktivität wieder runtergegangen. Weil die ganzen Leute ja alle wieder neu dazugekommen sind. Naja, eiserne Jungfrau, die kostet derzeit noch ein bisschen zu viel. So ein kleiner Tempel. Hierhin. Oder was? Ich könnte noch ein bisschen hiervon verkaufen. Ein bisschen hiervon. Ein bisschen hiervon. Für einen großen Tempel. Wobei, da müsste ich so. Oder den pflanzen wir hier hin. Ja, komm, den pflanzen wir hier hin. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal ganz gut gegengesteuert, würde ich mal meinen. Ja, als nächstes steht natürlich dann wieder die nächste Schwarzpulverwerkstatt an. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, wir brauchen zumindest 4 Stück von den Dingern. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Aber wie langsam die auch Schwarzpulver liefern, als hätten die so den Nicht ganzen Tag genügend lang Waren. Zeit. So. Ich hab Das jetzt. Laternenfest ist Oh da. nice, Laternenfest. Das ist natürlich ganz nett. Nochmal extra. Ich war gerade wieder am Überlegen, was ich als nächstes baue. Kam zu dem Entschluss, dass wir danach ein Haus brauchen. Was wir dann hier reinsetzen. So, dann fehlt uns jetzt nur noch ein bisschen Holz. So. Also. Sire, ein Feuer ist ausgebrochen. Gebäude stehen in Flammen, Hoheit. 8 Stück sollten reichen. Wo? Hier? Ja. So. Also, die Produktion muss halt halten. Das ist ja klar. Deswegen bauen wir mal ganz viele Wassertröge.
So, ein Ding ist fertig. Der Raketenwerfer kann abgefeuert werden. Sehr gut. Okay, alle Feuer sind gelöscht. Der Feind greift an. Okay. Gebäude stehen in Flammenhoheit. Ich speichere einmal. Gespeichertes Spiel überschreiben. Ist natürlich schlecht, dass die Schwertkämpfer überlebt haben. Vielleicht kann unser Book hier was regeln. Nicht genügend Waren. Der Burgherr wird angegriffen. Wir werden angegriffen. Raketenwerfer wartet auf Befehle. Boom. Greift das Feuer irgendwie noch über? Ne, schade. Aber wobei, wenn man so irgendwie das Ding oder das Ding getroffen hätte. Probier mal hier mit dem, das hier anzuzünden. Lass die Rakete los! Och nö. Ja, das war das mit, manchmal muss man mehrmals schießen. Sire, ein Feuer ist ausgebrochen. Gebäude stehen in Flammenhoheit. Alles direkt gelöscht, Leute. Keine Panik, keine Panik. Der Raketenwerfer kann abgefeuert werden. So, direkt zwei Stück. Wo soll das Feuerwerk stattfinden? Lass die nicht hochgehen. Das wäre auch krass, wenn so ein Ding mal so einfach random hochgehen könnte. Wäre mega kacke, aber wäre schon manchmal lustig. Der Raketenwerfer kann abgefeuert werden. Also hier angreifen. Ich probiere das jetzt mal mit dem genau hier zwischen zu schießen. Achso, mit Rechtsklick. Feuert die Rakete ab! Ey, komm! Wie viel Pech kann man haben? Lass die Krähe fliegen. Ey, komm, Leute. Ey, macht mich nicht schwach. Macht mich nicht schwach. Das ist jetzt langsam, aber sicher nicht mehr lustig. Nicht genügend Waren. Ach, Schießpulver. Das bringt uns irgendwann mal um. Ja, wo er recht hat, hat er recht. Also, wenn man sich überlegt, was es jetzt alles für Schusswaffen gibt. Dann mit Sicherheit. So, wir werden jetzt die Produktivität sowas von erhöhen. Gucken, was die Leute sagen. Ich glaube, ich trinke einen schönen Becher Tee, Hoheit.
Ich bin ein sehr empfindsamer Mann, Hoheit. Ich hasse es, wenn die Leute hinter meinem Rücken über mich reden. In dieser Stadt endet die Arbeit nie. Jetzt, da wir Tee haben, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es je ohne ging, Hoheit. Mir fällt auf, dass die Häuser immer besser werden, Hoheit. Ja, ich bin ehrlich, ich weiß aber auch tatsächlich nicht, was ich noch alles so machen kann. Also, Produktivität erhöhen und, ja, ihr seht ja, wie viel Schießpulver wir sammeln. Viel zu spät. Das ist sehr, 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 sehr schlecht. Müssen wir das laden? Sieht danach aus. Okay. Das war, glaube ich, sehr gut. Dadurch konnten wir jetzt sogar Schießpulver sparen. Okay, das war natürlich jetzt gemein von ihm. Oh Gott. Abgrundtief hässlich. Ich guck einfach weg. Es tut mir leid. Nicht genügend Waren. Vorsicht, das Ding ist geladen. Hüllt sie in Flammen! Ich bin ehrlich. Langsam. Ein Feuer ist ausgebrochen. Stört mich das. Rette die Nahrung oder den Tee. Weil ich kann ja jetzt nicht irgendwie 5 Stück davon bauen. Ne, ich meine eigentlich sogar viel mehr. 20 Stück oder so davon bauen. In der Hoffnung, dass ich dadurch 4 Gebäude zerstört kriege. Also ja gut, ich kann jetzt halt so. Das sah gut aus. Ja, immerhin jetzt dadurch 2 erledigt. Ich glaube tatsächlich nicht, dass das dazu gehört, weil das so Ruinen. Weil wir sollten ja die Ruinen, glaube ich, auslöschen. Nicht genügend Waren. Ein Gebäude ist explodiert. Ein Gebäude ist explodiert, deswegen sind alle Arbeiter im Umkreis von 5000 Kilometern gestorben. Sogar die da hinten. Sogar bis hier hinten, als ob. Vorsicht, das Ding ist geladen. Raketenwerfer sind auf dem Weg. Rekruten werden benötigt, Hoheit. Der Raketenwerfer kann abgefeuert werden. Wo soll das Feuerwerk stattfinden?
Lass die Rakete los! Sehr gut. Ja, sind alle. Speichern. Schießpulver. Das bringt uns irgendwann mal um. Okay, okay. Das Spiel überschreiben. Oh, so. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein bisschen jetzt wieder erholt von dem Ganzen, wie die alle jetzt zu ihrer Arbeit gehen. Ich brauche gar nicht. Ich brauche nie so viel zu lagern eigentlich. Linju. Oh, das war schön aufgeräumt. So, jetzt muss der Lord. Ach komm, Leute, rennt jetzt nicht schon wieder darüber. Hier ist der Lord. Der Burgherr wird angegriffen. Den wollt ihr doch alle besiegen. Okay, sehr schön. Ist noch im Rahmen. Produktivität liegt derzeit bei 20. So. Nicht genügend Waren. Tausend brauchen wir für die Folterpresse. Haben wir eh derzeit genug von? So. Jetzt muss aber auch die Produktivität anlaufen. Okay, 41 Bauern haben Angst. Wahrscheinlich hätte ich einzigen wieder hinten hinbauen müssen. So. Nochmal zur Sicherheit. Unsere Schießpulververteidigung. Ja. Ich speichere wohl nochmal. Gespeichertes Spiel überschreiben. Und dann würde ich das Ganze mal hier ein bisschen schneller stellen. Nicht genügend Waren.
Ich glaube, ich trinke einen schönen Becher Tee, Hoheit. Hobei-Jin-Jiu-Xu. Ja, das war ganz gut geklärt. So. Das kann da nicht platziert werden, Hoheit. So, einen kleinen Puffer haben wir jetzt auch. Ja, und dann können wir wieder auf superschnell stellen. Mir gefällt die ganze Produktion hier irgendwie immer noch nicht. Also ich meine, ich habe Salpeter genug. Schießpulver kommt halt nur nicht rein. Nicht genügend Waren. Da würde es mich echt interessieren, was ich halt gerade... Sire, ein Feuer ist ausgebrochen. Gebäude stehen in Flammen, Hoheit. Was ich gerade grundlegend falsch mache. So, mehr kann ich nicht tun, bin ich ehrlich, also... Nicht genügend Waren. Ich kann halt dieses Überschüssige halt immer noch wieder verkaufen. 72 bin ich jetzt derzeit. 76. Ja, die ungefähr die Hälfte habe ich geschafft, aber ich habe auch nur noch 10 Tage, ne? Nicht genügend Waren. So. Noch 50. Nicht genügend Waren. Ich verkauf mal immer dieses Überschüssige. Speichern wir nochmal. Gespeichertes Spiel überschreiben? Ja. Der Feind greift an! Ding-Ju.
是，长官，我们状态良好。有新指令吗？后备军就绪。我们准备就绪。Okay, das Feuer hat auf jeden Fall noch einige erledigt. Okay, sehr gut. Stellen wir nochmal auf super schnell. Wenn wir das so nicht schaffen, dann muss ich nochmal neu laden. Wenn hier jetzt mal was hochgehen würde. Das wäre ein mächtiges Badaboom. Das sollte reichen, um andere Städte zu belagern. Das sollte reichen, um andere Städte in die Luft zu jagen. Gewonnen. War. Ah, okay, wir haben nie Salpeter produziert. Kein Stück. Ja. Aber immerhin geschafft. Ja, ich würde sagen, das war eine knackige Mission. Ich bin gespannt, wie die siebte Mission wird. Das Schicksal. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das auch nicht so einfach wird. Vor allem. Also die Mission fand ich schon schwer. Ja, ich hoffe, sie hat euch trotzdem gefallen. Auch wenn ich teilweise an manchen Stellen etwas ruhiger gewesen bin, weil ich manche Denkphasen hatte. Und dadurch ein bisschen Ruhe brauchte. Oder das heißt Ruhe, aber halt nicht reden konnte. Ja, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Schaut bei meinen anderen Videos vorbei. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, bye bye.